Auf einem Firmengelände im Plochinger Neckarhafen kam es am Mittwochvormittag zu einem Fahrzeugbrand. Die Zugmaschine eines Sattelzugs brannte vermutlich aufgrund eines technischen Defekts komplett aus. Dabei entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Die Feuerwehr Plochingen rückte mit mehreren Fahrzeugen aus und konnte den Brand am Fahrzeug eines Fremdzulieferers löschen. Es kam zu keinem Personenschaden und es traten keine wassergefährdeten Stoffe aus. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern noch an.